Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Wir betteln uns hier wieder, der der Phoenix wollte ich sagen, der Reaper und ich. Und wir, ja, gucken mal, wer gewinnt. Noch sieht es relativ ausgeglichen aus, schauen wir mal. Okay, so, weiter geht's. Ja, so, konnten wir auf jeden Fall hier was mal wieder was holen. So, dann wir müssen halt gerade ein bisschen abwarten, weil, wie gesagt, wir können uns jetzt nicht zu weit raustrauen. Okay, gut. So, es sieht eigentlich relativ gut aus, würde ich meinen. Bereit machen, Bogenschützen! So, wir müssen jetzt erstmal, wie gesagt, nach wie vor ein Stück weit abwarten. Dass wir jetzt. Warte mal, erstmal hier auf jeden Fall den Einheiten, weil die hier relativ weit vorne stehen werden dann. Dass wir denen erstmal eine schwere Rüstung geben. Wir haben viel zu tun. Ruhig jetzt! Naja gut, ich denke für die CPU dürfte es eigentlich reichen. Dann setzen wir unsere Armee einfach mal in Bewegung. Machen hier auf jeden Fall mal noch ein bisschen was. Ha, hier dauert es noch. Okay. Das ist das Lager des Feindes. Der Feind ist Ritter der weißen Stadtweite. So, damit müssen wir die trotzdem ein Blatt bekommen gleich. So, wie gesagt, oh, was machen meine Einheiten denn hier? So, der Held, der wird schnell fallen, jawohl. So, dann schnappen wir uns mal jetzt hier mal diese Kaserne, sehr, sehr schön. So, dann schnell erstmal den Turm hier. Ja, wir werden trotzdem mal noch ein bisschen auf Heilung gehen. Das könnte vielleicht für diesen Fight knapp werden. Jetzt immer noch ein bisschen Schaden. So, okay, können im Hintergrund können wir erstmal schon mal wieder ein bisschen nachproduzieren oder auch nicht, weil wir keine Kohle mehr haben. Ja, es wird arg eng hier. Für die Festung. Ah, da werden wir auf jeden Fall einiges noch verlieren. Na komm, jawohl. So, die Festung, die ist unser. Okay, gut. So, ich denke, wir konnten auf jeden Fall damit etwas uns erstmal entlasten, würde ich meinen. Und, erstmal etwas entlasten. So, dann schnappen wir uns mal den Baumeister hier. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall nochmal was. Ja, Rohstoffe sind auf jeden Fall ziemlich knapp, muss man wirklich sagen. Schwerter, Bogenschützen sind bereit. Macht euch kampfbereit. Oh, hier liegt noch mal ein bisschen Gold rum. Das können wir gut gebrauchen. Attacke! Dies Land gehört uns. Für den Ruhm Gondor. Unsere Freunde warten. Bögen! So, wir brauchen auf jeden Fall erstmal in der Kaserne hier noch was. Dann. Reiter, dies Land gehört uns! Sie greifen an! Zieht eure Schwerter! Werft den Feind nieder! Die Bannerträger sind hier! Kommt, zieht euch zurück! So, und das wird bestimmt zu viel, glaube ich, gleich. Reiter, macht euch kampfbereit! Da sind sie!
Was sollen wir tun? Für Gondor! Kommiert euch, Ritter! So, dann hier mal rein. Ah, okay. Es merkt schon wieder, es wird. Sie haben angegriffen! Kommt, Männer! Holen wir sie uns! Oh, Mittel wurde besiegt, okay. Also es hat scheinbar nichts mit uns zu tun. Ja, also wie gesagt, die Probleme mit der CPU, die habe scheinbar wirklich nur ich in erster Linie. Ich habe ja wirklich beide CPUs gerade hier bei mir. Es war wie gesagt nicht schlecht für die Punkte, die ich habe, aber okay, jetzt müssen wir müssen uns jetzt wirklich erstmal hier Ruhe verschaffen. Das wird sonst einfach zu beschissen. Was sollen wir tun? Werkzeug bereit. Das dauert nicht lange. Ritter. Toll. Männer Gondors! Vorwärts! Reitet hinaus! Vorwärts! Unsere Feinde Island haben das Land gehört uns! So, komm, jetzt müssen wir mal hier die Kaserne wirklich mal umhauen, damit hier wirklich wir zumindest erstmal von einer Seite her Ruhe haben. Bogenschützen sind bereit! Kommt schon! Haltet die Augen auf! Okay, gut. Sieht gut aus hier. Dann können wir uns jetzt hier mal das hier noch holen. So, So. Da hatten wir auf jeden Fall schon mal einen gesehen. Entweder war das jetzt der Reaper oder der Black. Das war dann der Reaper sozusagen. Okay, da hat somit hat er die Zwerge. So. An die Arbeit, Männer. Okay. Los, an die Arbeit. So, wer spielt denn jetzt eigentlich noch? Beide CPUs spielen eigentlich sogar noch. Bogenschützen sind bereit. Männer Gondors. Auf! Attacke! So, das heißt, wir könnten eigentlich. Ihr habt einen unserer Feinde zerschmettert. Okay, das heißt, eine CPU spielt schon mal nicht mehr. So. Auf. So, oh, meine Güte, was mache ich denn hier? Ja. So. Weicht nicht zurück, Männer! Macht euch bereit! Wir haben das Weicht Lager nicht des zurück, Feindes Männer! Gefunden. Hier wären wir fertig. Werkzeug bereit. Ritter, gehen wir! Wo wurde denn das Lager des Feindes gefunden? Das wäre jetzt natürlich. Ah, hier oben. Okay. Ja. Vorwärts! Lasst es einstürzen! Weiter! Gehen wir! Reitet! Zieht eure Schwerter! Gehen wir! Vorwärts. Das heißt, er wird sich dort ein bisschen ausgedehnt haben. Schwerter! Schwerter! Sie greifen die Gehöfte an! Naja gut, also wie gesagt, mein Ziel ist es eigentlich hier, den Reaper etwas zu schwächen jetzt, muss ich sagen. Und deswegen werden wir es. Okay, hier hat er auf jeden Fall Angst, aber da macht er nichts. Da
dann können wir uns hier mal damit beschäftigen, dass wir mal einfach mal das Ding hier wegkloppen. Okay, hier ist die Festung auf jeden Fall auch schon von Reaper. Okay, gut. Deswegen macht das so Aua. Okay. Uiuiui, da ist ja jemand ganz schön tief bei uns hier eingedrungen. Da müssen wir uns mal, da müssen wir mal was machen. Das geht natürlich nicht so. Lasst sie nicht entkommen. Sie haben es erobert. Dies Land gehört uns. Der Feind ist Attacke. Hier sehen wir sie nicht. Dies Land gehört uns. So, jetzt ist der Reaper natürlich konzentriert darauf, dass er meine Reiter hier auf jeden Fall bekommt. Sie haben unser Gebäude besetzt. Was soll ich bauen? So, dann müssen wir hier hinten auf jeden Fall erstmal nochmal wieder was bauen, ne? Weil hätte es natürlich gedacht. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt hauen die hier mein zweites gutes Rohstoffgebäude schon weg. Ah, oh, Mist, ey. Muss man ja wirklich mal sagen, Mist ist das. Ritter der weißen Stadt. Kommt, Ritter, kommt. So, das ist in der Black. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal Blacks Gebäude ein. Macht euch kampfbereit. Dies Land gehört uns. Attacke! Soldaten! Haltet die Augen auf. Das Gebäude gehört uns. Das Gebäude. Okay, ja, wunderbar. So. Ja, das ist natürlich die Frage, auf wen wir jetzt gehen. Das ist eigentlich relativ offen und ausgeglichen, weil beide alle haben eigentlich eine relativ starke Armee. Oh, hehehehe. So, das ist. Wir haben das Lager des Feindes gefunden. Werkzeug bereit. Wir haben viel zu tun. Da war gerade ein kleiner Bug gewesen. Gut. Ritter der weißen Stadt. Attacke! So, eigentlich könnten wir es. Wir könnten es eigentlich mit unserer Armee mal probieren. Ich meine, wir haben ja eigentlich eine relativ gute und große Armee. Männer Gondors! Der weißen Stadt. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo ist der, wo steht der Black? Wir brauchen auf jeden Fall mal noch ein paar Rohstoffgebäude. Alle Mann, vorwärts! Überrennt sie! Attacke! Okay, der Reaper geht scheinbar hier auf diese Strategie. Das Gebäude ist fertig. Reiter, vorwärts! Okay, wir greifen an. Ritter der weißen Stadt. Zieht eure Schwerter. Überrennt sie. Unser Land wird belagert. Ui, ui, ui. Ui, was ist das denn? CPU oder was? Die CPU greift mich an. Die CPU zerstört meinen Reiterstall. Was ist das denn, ey? Oh, meine Fresse. Die CPU! Das gibt's doch nicht. Unsere Armee kann nicht noch mehr Truppen versorgen. Männer Gondors! Ah, oh, meine Fresse. Diese CPU, das gibt es doch nicht, ey. Brauchen wir direkt erstmal wieder eine Stallung hier. So. So, okay, gut. Dann könnten wir uns jetzt mal noch die Festung schnappen. Ja, die Festung, die werden wir wahrscheinlich schon bekommen. Dann machen wir auch jetzt mal keine Kompromisse hier.
Und da würde ich auch sagen, machen wir erstmal eine kleine Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Was meint ihr? Jawohl, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, bis denn. Tschüss. Tschüss.